Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Webinar in der Reihe HSG Spotlight. HSG Spotlight ist eine gemeinsame Initiative der Alumni-Organisation der Universität und der Executive School, der Organisation für Weiterbildung an der HSG. Ganz besonders begrüße ich euch, liebe Alumni. Ich freue mich, dass ihr euch so zahlreich registriert habt. Bevor ich euch unseren heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch noch zwei organisatorische Dinge mit auf den Weg geben. Das Webinar wird aufgezeichnet. In ein paar Tagen erhalten Sie den Link zur Aufnahme. Weiterhin möchte ich Sie herzlich einladen, all Ihre Fragen schriftlich zu stellen. Diese werden wir gerne im Anschluss des Webinars live diskutieren. Dazu können Sie das Feld Q&A oder F&A in dem Bedienpanel Ihres Webinarprogramms nutzen. Thema heute ist die digitale Transformation und wie Sie mit Geschäftsmodellinnovation den digitalen Wandel meistern. Unser heutiger Gast ist Caroline Frankenberger, Professor Dr. Caroline Frankenberger. Sie ist Direktorin unseres Executive MBA-Programms und Professor of Strategy an der School of Management der Universität St. Gallen. Herzlich willkommen, liebe Caroline. Vielen Dank für die Schön, dass du heute Zeit gefunden hast. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wünsche ich ja eine inspirierende Mittagspause und viel Freude und dir viel Spaß. Vielen Dank. Ich starte die Übertragung. Herzlich willkommen von meiner Seite. Ich freue mich sehr, mit Ihnen, liebe Zuschauer, mit euch, liebe Alumni, über das spannende Thema digitale Transformation zu sprechen. Ein Thema, das in aller Munde ist, aber bei vielen nicht so ganz klar ist, was bedeutet eigentlich digitale Transformation. Und ich hoffe, wir können die Mittagspause nutzen, um Klarheit zu schaffen, um Ihnen auch Wegweiser, Handwerkszeug mit an die Hand zu geben, wie man digitale Transformation im Unternehmen meistern kann. Starten möchte ich gerne mit drei kurzen Fragen, um ein bisschen zu verstehen, wer ist alles da und wo stehen Sie im Prozess der digitalen Transformation. Erstens, welche Industrien sind vertreten? Zweitens, ist das Thema digitale Transformation bei Ihnen im Unternehmen auf der Top-Management-Agenda? Und drittens, wo denken Sie, steht Ihr Unternehmen im Prozess der digitalen Transformation? Also reines Bauchgefühl, was denken Sie? Sind wir eher am Anfang oder eher schon am Ende der digitalen Transformation? Sie können jetzt bewerten und dann schauen wir gleich, was die Ergebnisse sind. Okay, wir haben viel Herstellung, verarbeitendes Gewerbe, Maschinenbau, viel Finanz- und Versicherungsdienstleistung und größter Teil ist übrige Dienstleistungen. Okay. Ist das Thema digitale Transformation auf der Top-Management-Agenda? Wundert mich nicht. 83% sagen ja, 12% nein, 5% sagen weiß nicht. Ja, so. Und jetzt noch runter. Wie schätzen Sie den Fortschritt? Da bin ich gespannt. 30%, 0-25%, 50%, 25-50%, 14% sind eher schon Profis sozusagen bei 50-75% und 5% sind komplette Profis, die sind schon bei 75-100%. Also die Mehrzahl ist zwischen 25-50%. Heißt, Sie haben damit angefangen, aber sind demnach noch nicht fertig. Und das sehe ich in sehr, sehr vielen Organisationen. Die Umfrage, die jetzt hier auch rauskommt. Das Thema ist extrem wichtig. Alle beschäftigen sich mit dem Thema, aber viele tun es sich noch schwer, das Thema so richtig anzupacken. Und was bedeutet es eigentlich und wie gehe ich das Thema an? Und das möchten wir heute im Webinar gerne klären. So. Gut, ich habe ein Framework. Ich arbeite sehr stark an dem Thema im Moment und versuche auch darüber ein Buch zu schreiben und bin gerade so relativ weit schon und das Framework, das wir entwickelt haben, das sehen Sie auf der folgenden Seite und zwar sehen wir drei wichtige Punkte. Warum müssen wir handeln? Und wir nennen es das Digital Transformation Wheel, weil die Sachen ineinander greifen. Das erste, warum müssen wir handeln? Zweitens, was müssen wir machen? Was ist es denn wirklich eine digitale Transformation? Und das dritte, wie mache ich es? Eigentlich das Schwierigste, wie setze ich es wirklich um und wie schaffe ich meine Organisation zu transformieren? Und ich möchte gerne in den nächsten 20, 25 Minuten mit Ihnen durch die drei Punkte durchgehen. Erster Punkt, why to act? Warum ist digitale Transformation so wichtig? Warum müssen wir uns mit dem Thema überhaupt beschäftigen? Und hier ist es ganz wichtig, digitale Transformation heißt nicht Digitalisierung von Prozessen. Digitale Transformation heißt nicht Digitalisierung von Produkten. Digitale Transformation heißt auch nicht
die Anwendung von Technologien. Und das wird oft leider missverstanden von Unternehmen. Und dann wundern sich die Unternehmen, warum sie nachher keinen Impact haben im Markt. Digitale Transformation ist nämlich viel, viel mehr als nur die Digitalisierung von Prozessen. Digitale Transformation heißt eine komplette Transformation des Unternehmens. Das heißt, komplett andere Wertschöpfungsketten, die wir bedienen, komplett andere Mechanismen, um Wertschöpfung zu generieren und auch Wert abzuschöpfen. Also das heißt, eine komplette Transformation der Organisation und nicht nur der Organisation, sondern der ganzen Industrie und der ganzen Branche und sogar der ganzen Wirtschaftswelt. Wir verändern uns nicht nur in der Digitalisierung von einzelnen Bereichen, sondern von unserem gesamten Geschäftsmodell. Was passiert nun genau? Digitale Großunternehmen treten in bestehende Industrien ein. Sie bestehen in die Industrien ein, in denen wir als etablierte Unternehmen agieren und präsent sind. Und sie treten sehr stark mit Plattformmodellen ein. Jedes Produkt, jeder Service kann zu einem Plattformmodell umgearbeitet werden. Und was passiert dann? Die Plattformen ermöglichen dem Kunden sehr raschen Zugang zu vielen Unternehmen, raschen Zugang, sehr customized Zugang, vielleicht günstiger und vielleicht auch besser integriert. Und dann passiert das, dass viele Kunden ganz schnell auf diese Plattform springen und diese Plattform plötzlich sehr, sehr mächtig wird. Und das sieht man in dieser Grafik. Sehr schnell gehen die Nutzer oder die Kunden, User auf eine Plattform und wir können als etablierte Unternehmen dann eigentlich nur noch zuschauen, was passiert. Und das eins auf der nächsten. Ah ja, ich habe noch vergessen. The winner takes it all. Damit meine ich natürlich nicht den ABBA-Song, sondern meine ich, dass der schafft, mit der richtigen Plattform zum richtigen Zeitpunkt in die Industrie einzutreten, der schafft, dass er alle Kunden und alle Nutzer auf seine Plattform zieht. Und die anderen haben dann sozusagen das Nachsehen. Und das sieht man auf der nächsten Folie gut. Ja, bitte. Entschuldigung. So, neue Akteure steigen in traditionelle Industrien ein und man sieht hier jetzt eigentlich sehr gut, wie es in manchen Branchen schon passiert ist. Und zwar, oben haben wir die Kunden. Die Kunden sind die wichtigsten, weil die Kunden haben die Daten, die Kunden haben das Geld und die Kunden wollen letzten Endes den Service oder die Produkte kaufen. Unten haben wir dann die traditionelle Industrie, die etablierten Industrien, die Banken, wie wir sie heute vertreten haben, die Maschinenbauunternehmen, wie wir sie vertreten haben, alles, was uns groß und mächtig gemacht hat in den letzten Jahren. Und was man jetzt fast sieht in immer mehr Branchen, ist, dass sich dazwischen eine Schicht schiebt, diese Thin Layer, wie ich sie hier nenne, die sich auf diese etablierten Unternehmen draufsetzt und dann eben den Zugang zum Kunden hat. Und das ist für uns als etablierte Unternehmen ganz gefährlich, weil wir dann eben nicht mehr den Zugang zum Kunden haben, weil wir über diese Plattform gehen müssen und die Plattform dann den Zugang zum Kunden haben. Die Plattformen sitzen an der Schnittstelle zwischen Kunden und Lieferanten. Das heißt zum einen, sie haben alle Daten von den Kunden, sie haben alle Informationen von den Kunden, sie können die Innovationen entsprechend betreiben. Zum anderen wissen sie aber auch, was wir Lieferanten machen und was kommt gut an auf der Plattform. Ich habe es erst letzte Woche auf einer Konferenz gehört, dass Amazon das wohl sehr aktiv betreibt. Sie schauen, welcher Lieferant ist wie erfolgreich und innerhalb kürzester Zeit kopieren sie dann die Produkte, die der Lieferant anbietet und drängen somit den Lieferant aus dem Markt. Somit ist es extrem wichtig für uns als etablierte Unternehmen, dass wir es schaffen, auch in diese zweite Ebene uns hochzubewegen, bevor diese Tech-Giganten kommen und unsere Industrien auf den Kopf stellen. Bisher ist es noch nicht in vielen Industrien passiert, aber es wird in immer mehr Industrien passieren und es wird am Ende in allen Industrien in die Richtung gehen. Deswegen passen Sie auf als etablierte Unternehmen, dass Sie sich entsprechend rechtzeitig in die richtige Richtung bewegen und versuchen, den Kontakt zum Kunden zu behalten. Okay. Für mich die größte Herausforderung, die etablierte Unternehmen haben, ist die Double S-Curve, wie ich sie so schön nennen, zu managen. Und weil wir als etablierte Unternehmen, wir haben ja eine Legacy, wir haben ein bestehendes Geschäftsmodell. Und es ist immer leicht, über Google und Apple und über die ganzen zu reden, weil die haben ja auf der grünen Wiese gestartet. Und wir kommen mit einer etablierten Bank, wir kommen mit einem etablierten Maschinenbaugeschäft, wir kommen mit einem Pharmageschäft. Und das können wir nicht von heute auf morgen irgendwie wegwerfen und sollen wir auch nicht, ja nicht, weil das genau auch der Unterschied ist zu Startups. Aber wir müssen in zwei S-Kurven denken. Wir müssen in der einen denken, das ist die rote, das ist unser heutiges Geschäftsmodell. Die war viele Jahre lang erfolgreich, ist gestiegen, hat Profits gebracht. Aber wir sehen immer mehr, dass die Profits nicht mehr so stark sind, dass Produkte mehr zu Commodities werden und dass eben innovative Startups in die Märkte reinkommen, die versuchen, unser Geschäftsmodell zu unter Druck zu setzen. Und dann gibt es eben die grüne Kurve und jedes Unternehmen von Ihnen, jeder Einzelne muss überlegen, was ist für uns die grüne Kurve und wie kann ich auf die grüne Kurve kommen? Fangen Sie rechtzeitig damit an, bevor es andere tun.
und versuchen sie beide Kurven parallel zu managen. Und das ist die große Herausforderung bei der digitalen Transformation. Das bestehende Geschäft weiterlaufen zu lassen und gleichzeitig in neue disruptive Geschäftsmodelle einzusteigen und beides parallel zu managen. Und dann sieht man, irgendwann hebt die grüne Kurve ab, es wird stärker, wird wichtiger. Vielleicht manche auch nicht, manche Ideen, manche ziehen aber dann an und dann irgendwann wird die grüne Kurve erfolgreicher und übertrifft vielleicht die rote Kurve, dass die rote Kurve dann irgendwann nicht mehr relevant ist, man nur noch auf die grüne Kurve setzt. Aber heutzutage sind wir in der Mitte und wir müssen es schaffen, beide Kurven zu managen. Und wie das geht, werde ich nachher noch etwas mehr dazu erzählen. So, was gibt es zu tun? Jetzt ist klar, warum ist es wichtig? Was muss man tun bei der digitalen Transformation? Der erste Schritt ist, wir müssen überlegen, was ist unser neues Geschäftsmodell? Wie komme ich auf neue Geschäftsmodelle? Und zwar, das werde ich gleich erwähnen, ich noch ganz kurz, Geschäftsmodell, Innovation, und es ist mir auch ganz wichtig, dass wir das hier verstehen, Geschäftsmodell, Innovation und Nicht-Technologien entscheiden über den Erfolg und Misserfolg von Unternehmen. Das habe ich eingangs schon gesagt, aber ich wiederhole es gerne nochmal. Viele denken, wenn ich die richtige Technologie habe und wenn ich AI kapiere und Blockchain und so weiter und wenn ich die Experten im Unternehmen habe, dann wird es schon kommen, die digitale Transformation. Falsch. Für die digitale Transformation muss ich strategisch denken. Ich muss mir überlegen, wie sieht das neue Geschäftsmodell aus? Was kann ich mit den neuen Technologien erreichen und wie kann ich damit mein Geschäftsmodell komplett verändern? Nur Technologien anzuschauen, ist zu kurz gegriffen. Dann werden Sie die Transformation nicht meistern. Überlegen Sie sich das Geschäftsmodell und wie können Sie das Geschäftsmodell in Ihrer Branche verändern und revolutionieren. Was genau ist ein Geschäftsmodell? Da habe ich viele, viele Jahre Forschung dazu gemacht mit Oliver Gassmann zusammen. Die letzten 6 Jahre haben wir uns mit dem Thema beschäftigt und als erstes mal überlegt, wie können eigentlich Unternehmen Geschäftsmodelle revolutionieren und was ist ein Geschäftsmodell? Und für uns ist ein Geschäftsmodell, besteht es aus 4 Dimensionen und ist mittlerweile auch der Standard in der akademischen Literatur. Es sind 4 Dimensionen. Das erste ist das Was. Was bieten wir unserem Kunden an? Was ist das Nutzenversprechen? Welches Problem lösen wir bei dem Kunden mit unserer Leistung, mit unseren Services? Das zweite ist dann das Wie. Wie stellen wir die Leistung her? Machen wir es selbst? Machen wir es mit Partnern? Wie positionieren wir uns in der Wertschöpfungskette? Das dritte ist der Wert. Wie verdienen wir Geld mit unserem Geschäftsmodell? Was sind unsere Revenue-Mechanismen? Was ist unser Profit-Mechanismen? Ist es einfach, ich verkaufe eine Box und kriege für das Box Geld? Oder sind es andere Formen wie Hidden Revenue oder sowas, dass ich über Werbung, was man in der IT-Branche viel sieht, über Werbung Geld verdiene oder dass ich über andere Möglichkeiten, über Abo-Modelle und so weiter Geld verdiene? Und das Wichtigste nach wie vor ist der Kunde. Wir müssen auf den Kunden fokussieren, auch bei einer digitalen Transformation. Deswegen steht der Kunde in der Mitte. Wir müssen verstehen, was der Kunde möchte und was er vielleicht auch in Zukunft möchte irgendwo. Was sind seine Wünsche, was sind seine Unmet Needs, die ich irgendwo adressieren kann? Wichtig bei der Geschäftsmodellinnovation ist, das ist eigentlich ein Geschäftsmodell und Geschäftsmodellinnovation heißt jetzt, dass man mindestens 2 dieser 4 Dimensionen verändert. Verändere ich nur eine Dimension, dann reden wir von, also zum Beispiel das Was, dann wäre es eher eine Produktinnovation. Verändere ich nur das Wie, dann wäre es eher eine Prozessinnovation. Aber sobald ich 2 oder mehr als 2 verändere, sprechen wir von Geschäftsmodellinnovation. Das hat sich über die letzten Jahre in ganz vielen Workshops mit Firmen herauskristallisiert und funktioniert sehr, sehr gut, um da auch diese Grenze zu ziehen. Und das Zweite, was wichtig ist, Geschäftsmodellinnovation soll zur Wertschöpfung und zur Wertabschöpfung führen. Stellen Sie sicher, dass Ihr neues Geschäftsmodell auch Wert realisiert für den Kunden. Nicht nur irgendeine Technologie, was das Unternehmen fancy findet oder irgendein Geschäftsmodell, aber was gar nicht einen Kunden-Need adressiert. Also es muss Wert schöpfen für den Kunden und gleichzeitig und sogar noch wichtiger, Sie müssen aber auch wissen, wie Sie für das eigene Unternehmen Wert abschöpfen können. Es reicht nicht, eine coole App zu programmieren, sondern letzten Endes muss man es auch schaffen, Wert zu realisieren, weil darum geht es letzten Endes auch, dass ich, aber Wert kann auch sein, eine Plattform mit vielen Usern drauf zu haben. Wert muss nicht unbedingt immer Umsatz oder Profit sein. Das ist heute auch breiter gefasst. Aber es ist ein wichtiges Thema, das von Anfang an mit auf dem Radar zu haben. Warum denn, wenn Geschäftsmodell und digitale Transformation so wichtig ist? Und ich denke, da erzähle ich Ihnen auch nichts Neues. Das wissen Sie alle schon. Warum machen es da noch so wenige? Also hier in meiner Studie hier sind es 80% der Firmen sagen, dass sie ihr Geschäftsmodell transformieren müssen. Aber nur 10% machen es. Eingangs hatten es eher 90% bei digitaler Transformation und 20-25% sagen sie, sind sie dran, aber noch nicht weit genug. Warum ist es so schwierig? Und gerade bei Geschäftsmodellinnovation haben wir als erste Kern und die Kernherausforderung, die wir gefunden haben, ist, dass es so schwierig ist, die dominante Branchenlogik zu durchbrechen.
Wir sind seit Jahren in unserem Unternehmen, in unserer Industrie. Wir reden mit Lieferanten, mit Kunden. Und wir denken alle gleich. Wir stellen ein Produkt her, ein Bankprodukt. Wir verkaufen es über unsere klassischen Bankfilialen und machen dann unsere Marge in diesen Produkten, die wir verkaufen. Genauso beim Maschinenbau. Ich verkaufe meine Maschinen und dann habe ich irgendwo Cost-Plus-Verfahren und ich kriege dann mein Premium darauf. Warum? Und genau das zu verändern, was anders zu machen, es bedarf sehr viel Mut und es bedarf sehr viel, eigentlich wirklich Mut und die Fähigkeit, auch anders zu denken. Die dominante Branchenlogik stellt man immer fest, wenn man neue Mitarbeiter einstellt und die neuen Mitarbeiter dann diese komischen Fragen stellen. Ja, warum macht ihr das so? Warum macht ihr das nicht anders? Und dann die alten Hasen in der Organisation sagen, ja, du verstehst das Geschäft noch nicht, du musst noch ein bisschen da bleiben und dann wirst du diese komischen Fragen nicht mehr stellen. Aber genau um diese komischen Fragen geht es, diese heiligen Kühe, wie sie auch oft genannt werden, anzuschauen, zu reflektieren, sind die noch zeitgemäß oder müssen wir diese nicht verändern? BCG hat immer diese Matrix mit den Cash-Cows, aber die Cash-Cows werden immer mehr unter Druck geraten und wir müssen immer mehr unser Geschäftsmodell ständig hinterfragen, um wirklich im Wettbewerb bleiben zu können und attraktiv zu sein. Und deswegen die Kernherausforderung, das Durchbrechen der dominanten Branchenlogik und Think Outside the Box. Sagt auch Steve Jobs schon, hinterfrage immer die Grundsäulen deines Erfolgs, auch und vor allem in Zeiten, in denen du erfolgreich bist. Wenn du dich nicht selbst kannibalisierst, tut es jemand anders. Ich weiß, wie schwierig das ist. Es ist sehr leicht, hier hinzuschreiben. Es ist extrem schwierig, das umzusetzen. Aber man muss wirklich diese Philosophie haben. Wenn ich es nicht selbst mache, macht es jemand anders. Und lieber versuchen und schauen, wie es dann funktioniert. So, zweite Umfrage, um ein bisschen Sie auch bei Laune zu halten und dabei zu halten. Es gibt eine wissenschaftliche Studie von dem Professor George Land in den USA, der untersucht hat, wie verändert sich die Fähigkeit, out of the box zu denken mit dem Älterwerden. Und da gibt es eine Studie von der NASA, die er angepasst hat. Und es waren immer 1600 Kinder in der Gruppe und immer die gleichen Kinder. Und er hat die betreut, bis sie älter wurden. Einmal waren sie. Und jetzt die Frage, was glauben Sie zwischen den 3- bis 5-Jährigen, zwischen den 8- bis 10-Jährigen und den Erwachsenen? Ja, ich glaube, da können wir auch stoppen hier. Das sieht, ich glaube, die kennen schon einige die Umfrage hier. Also wäre es richtig, bei den 3- bis 5-Jährigen ist es sehr hoch. Kommt 67% sagen, dass es 98% sind, die kreativ denken können. Ja, ist richtig. Kinder haben noch nicht diese Strukturen, die können sehr kreativ denken. Bei den 8- bis 10-Jährigen, da sind wir bei 32, ja, da ist ein hartes Rennen zwischen 74% und 32%. Die Mehrzahl sagt 32% und das ist richtig. Also es geht extrem runter dann von, wenn man dann in den Kindergarten geht, die ersten Jahre in der Schule und man kommt in die Strukturen rein und man schafft es nicht mehr so kreativ und divergent zu denken. Und jetzt bin ich mal gespannt, was unten rauskommt. Wie viele der Erwachsenen, da haben wir, naja, ist gut. Alles, wie viele der Erwachsenen, haben wir gesehen, das sind die Mehrzahl sagt 12% können noch kreativ denken und die 31% sagen aber auch 2%. Und das ist richtig, es geht runter auf 2%. Nur noch 2% sind fähig, wirklich divergent zu denken. Was heißt das jetzt für uns? Erstens, wir können das Schulsystem in Frage stellen, aber darum geht's hier nicht. Die wirklich wichtigen Fragen sind zum einen, zu welcher Gruppe gehören Sie? 2% oder 98%? Die Antwort überlasse ich Ihnen. Die zweite Frage wäre, wie sieht's in meiner Organisation aus? Wenn man sieht, je mehr man ausgebildet ist, je weiter man ist, umso weiter geht es runter. Also auch da wahrscheinlich nicht so gut. Und das Dritte und das wirklich Wichtige ist, was kann man dagegen tun? Kann man Kreativität lernen? Ja, die Forschung sagt, man kann Kreativität lernen. Man braucht drei Faktoren dafür. Man braucht die Motivation. Ich hoffe, das haben Sie alle, spätestens nach dem Webinar. Das Zweite ist, man braucht die Freiräume und die Möglichkeiten in der Organisation. Und das Dritte ist, man braucht die Tools und das Handwerkszeug, um das zu lernen. Und das Handwerkszeug gebe ich Ihnen jetzt im Folgenden mit. Hier sieht man nochmal 98, 32 und 2%. So, was haben wir gemacht? Wir haben 5 Jahre intensive Forschung betrieben, eine detaillierte Analyse aller großen erfolgreichen Geschäftsmodelle, um zu sehen, wie können wir Ihnen helfen, Tools mit auf den Weg zu geben. Das ist das Ergebnis, relativ einfach und übersichtlich, wie es man von der Forschung gewöhnt ist. Das Prinzip dahinter ist aber sehr, sehr leicht. Wir haben festgestellt, dass es 90% aller Geschäftsmodellinnovationen sind nicht wirklich neu, sondern bestehen auf basierenden Mustern und Pattern. Und die Linien sind bestehende Muster, die immer wiederkehren. Und dadurch, dass man die Muster von einer Industrie in die andere transformiert,
kann man die eigene Industrie revolutionieren. Vielleicht mal ganz kurz, dann ich gehe ein bisschen schneller drüber in Anbetracht der Zeit, aber das wäre jetzt das Razor und Blade Muster, sagt Ihnen allen was, der Rasierer ist günstig und der Blade, also die Rasierklinge, ist relativ teuer. Und das haben schon viele Unternehmen in der Vergangenheit ausprobiert und immer wieder haben sie es geschafft, ihre Industrie dadurch zu revolutionieren. Gillette in der Rasiererindustrie, Hewlett-Packard in der Druckerindustrie, Nestlé Nespresso in der Kaffeeindustrie, immer wieder das gleiche Muster, aber angewendet in einer komplett anderen Industrie, führt zu einer radikalen Transformation des Geschäftsmodells. Und die Erfolge sprechen für sich. Wir haben herausgefunden, dass es dann drei Strategien gibt. Einmal, man kann einfach übertragen von einer Industrie auf die andere. Man kann kombinieren zwischen verschiedenen Mustern, also übertragen und kombinieren. Und man kann sogar in der eigenen Unternehmung das wiederholen. Also wie zum Beispiel Nestlé hat es nicht nur im Kaffee-Business gemacht, sondern das gleiche Geschäftsmodell auch im Teegeschäft oder in der Babynahrung. Das heißt, ich habe eine Maschine, ich nehme die Kapsel, in dem Fall die Teekapsel oder die Babynahrungskapsel, die ich dann in das Gerät reinpacke und damit dann auch mein Produkt erhalten kann. Die Learnings von diesem großen Forschungsprojekt waren folgende. 90%, und das hat uns wirklich überrascht, 90% aller Geschäftsmodellinnovationen basieren auf Rekombination. Insofern können Sie auch einfach Ihr Geschäftsmodell angehen im Sinne der digitalen Transformation und auf diesen Mustern aufbauen und zu überlegen, was könnte ein radikales Geschäftsmodell sein für meine Industrie. 55 Muster, um das Geschäftsmodell systematisch zu transformieren. Und Geschäftsmodell Innovation ist keine Kunst, sondern ein Handwerk. Jeder von Ihnen kann es angehen, jeder. Es ist aber ein Prozess. Es geht nicht von heute auf morgen, sondern es ist wie ein Produktinnovationsprozess. Man braucht Meilensteine, man braucht die richtigen Leute, die dabei sind und man geht auf eine Reise zusammen. Und am Ende der Reise steht hoffentlich das radikale und neue Geschäftsmodell. So, jetzt werde ich ein bisschen springen vielleicht, um noch zu dem letzten Punkt zu kommen, dass wir auch noch Zeit für Fragen haben. How to do it? Wie macht man? Jetzt wissen wir, wie man auf neue Geschäftsmodelle kommt. Aber fast noch wichtiger ist es eigentlich, wie kann ich neue Geschäftsmodelle entwickeln? Man hört oft, ideas are cheap und wir haben viele Ideen. Aber wie kann ich wirklich die Ideen nun im Unternehmen umsetzen? Und dann noch das Erste, das sieht man auch hier sehr schön. Schaut her, ich habe gerade die Schrift erfunden. Na danke, du hast uns alle gerade zu Analphabeten gemacht. Nicht alle neuen Ideen werden gern aufgenommen im Unternehmen. Nicht alle neuen Geschäftsmodelle werden gern aufgenommen. Wie schaffe ich es nun, meine Organisation so zu mobilisieren und so zu motivieren, dass sie auch Geschäftsmodelle aufnimmt und über neue Geschäftsmodelle umsetzt? Dann haben wir noch eine letzte Umfrage. Was denken Sie, wie viele digitale Transformationen scheitern in der Umsetzung? Prozentual, was würden Sie sagen? Und das Zweite, welche sind die Hauptgründe für das Scheitern in der Umsetzung? A, unzureichende Ressourcen oder Budgets. B, Widerstand der Mitarbeiter. C, Top-Management unterstützt den Wandel nicht. Und D, andere Gründe. Schauen. Ja, wir haben ein hartes Rennen zwischen 65% und 84%. Wie viele digitale Transformationsversuche scheitern? Ah, 48, 46. Okay, kommt drauf an, wann wir stoppen. Ist relativ nah beieinander. Und die Hauptgründe für die Umsetzung. Genau, sehen wir. Also ich denke, wir können stoppen. Die Mehrheit sagt, es sind 49% scheitern, aber ganz knapp dahinter sagen viele 84% scheitern. Die letzte Zahl ist richtig. 84% aller digitalen Transformationen scheitern, sind nicht erfolgreich. Also heißt, nur 16% sind wirklich erfolgreich. Und was sind die Hauptgründe? Und da konnte ich Sie euch nicht aufs Glatteis führen. Ich dachte, Sie denken alle unzureichende Ressourcen und Budgets. Ist aber falsch und das haben Sie auch richtig beantwortet. Es ist wirklich der Widerstand der Mitarbeiter gegen die Veränderung und Top-Management unterstützt den Wandel nicht. Das sind die zwei Hauptgründe, wobei Widerstand der Mitarbeiter noch stärker ins Gewicht fällt. So, also hier nochmal die Auflösung dann. Und das ist wirklich faszinierend, wenn man sieht, es geht wirklich um die weichen Faktoren bei der digitalen Transformation. Es geht nicht, dass nicht genug Geld da ist oder nicht genug Zeit. Es geht wirklich um die weichen Faktoren. Die Mitarbeiter wollen nicht oder das Top-Management unterstützt es am Ende nicht. Warum ist es so? Es hat sehr viel mit weichen Faktoren zu tun. Die Mitarbeiter denken, was passiert mit mir in dieser digitalen Transformation? Werde ich nachher noch den gleichen Job haben, den ich vorher hatte? Was passiert mit meiner Firma? Wird sie die digitale Transformation schaffen? Wird sie so erfolgreich sein oder eben nicht? Oder geht es dann nur noch um Commodities und um meinen Preiskampf? Und das hat uns zu diesem Digital Transformation Engine gebracht. 6 Dimensionen, die wirklich extrem relevant sind, um Geschäftsmodell, um digitale Transformationen zu realisieren. Und das obere sind die
eher weicheren Faktoren, also Institute the Right Leadership, the Right People and the Right Cultures, geht um Leute. Suchen Sie die richtigen Leute, entweder stellen Sie sie ein oder in der Organisation. Die Leute, die Fähigkeiten haben, die out of the box denken, die auch auf der anderen S-Kurve arbeiten wollen, die sich trauen. Ich habe erst von einer Firma jetzt gehört, die haben einer, der hat eine Produktion geleitet mit 2000 Mitarbeitern, der ist jetzt in ein internes Startup gegangen. Solche Leute brauchen sie, die den Mut haben, auch was auszuprobieren, ohne zu wissen, ob es erfolgreich ist. Und wenn der Nachbar dann abends fragt, Mensch, gestern hast du doch noch 1000 Mitarbeiter gehabt, jetzt hast du einen noch, wenn es hochkommt, dass er dann hinsteht und sagt, ja, aber ich möchte das und ich glaube an die digitale Transformation und ich glaube an diese Initiativen. Und deswegen ist es für mich eine Bereicherung, da reinzugehen und auch eine Auszeichnung, dass ich das machen darf. Suchen Sie nach solchen Leuten. Die gibt es intern, Sie müssen sie nur finden und auch entsprechend positionieren. Leadership. Geschäftsmodell, digitale Transformation wird nicht erfolgreich sein, wenn Sie nicht das richtige Leadership haben. Ich sage da gleich nochmal ein bisschen mehr dazu. Es geht wirklich auch um die Leader, die beides managen können. Das bestehende Geschäft, aber auch das neue Geschäft. Denken Sie wieder an die zwei Kurven. Die müssen auf der roten Kurve führen können, sie müssen aber auch auf der grünen Kurve führen können. Und es bedarf ganz andere Führungsstile, ganz andere Führungsqualitäten. Und Kultur ist auch extrem wichtig. Wenn man Kultur kann man verändern, Kultur kann aber auch sehr, sehr viel verändern. Den schönen Spruch Culture Eats Strategy, und deswegen muss man die Kultur in den Griff kriegen, um dann auch die beste Idee und bestes Geschäftsmodell umsetzen zu können. Und unten sind dann eher so ein bisschen die härteren Faktoren. Welche Technologien muss ich beherrschen? Welche muss ich im Unternehmen drin haben? Welche kann ich zukaufen mit AI, Blockchain und so weiter? Sie kennen das alle. Was ist die richtige Organizational Structure? Da sage ich gleich noch was dazu. Und die Processes, geht es um Governance, Meilensteinplanung, wann kann ich Scale-Ups machen und so weiter. Die letzten Minuten noch ein bisschen nutzen, um hier reinzuschauen. Skills und auf beiden S-Kurven agieren zu können, bedarf es fundamental andere Skills. Heute im traditionellen Geschäft leaden wir mit Command and Control. Auf der grünen Linie führen wir dann Entrepreneurial Leadership. Auf der roten Linie geht es um KPIs, like EBIT, ROI, ROR, Inventory, Market Share. Auf der grünen Linie geht es um die Sachen nicht mehr. Da geht es um Moonshot, da geht es um Scalability, da geht es um Number of Users. Ganz andere KPIs, nach denen sie führen. Auf der roten Linie geht es um CRM-Systeme irgendwo. Auf der rechten Linie geht es um andere Sachen, geht es um Customer Journey. Wie kommt unser Kunde hin? Was ist der Wert, den der Kunde realisieren will? User Experience, was ist die Experience? Ganz anderen Dimensionen denken. Rot geht es um Sustainable Innovation. Grün geht es um Disruptive Innovation, wirklich radikal andere Ideen. Links geht es um Fight for each percent of the market share. Wir sind in einem gesättigten Markt, wir kämpfen mit unseren Wettbewerbern, wer da ein bisschen mehr kriegt, wer gewinnt das Projekt, wer gewinnt das andere Projekt. Aber letzten Endes machen wir alle dasselbe. Rechts geht es um the winner takes it all. Erinnern Sie sich an das Bild am Anfang mit dem Plattformmodell. Links no failure oder rote Kurve, no failure, quality, strong project management, hierarchy. Rechts agility, corporate ventures, startups, networking. Man kann nicht alles alleine entwickeln, man muss sich mit Partnern zusammentun. Links geht es um mainly invented here und rechts geht es um Partnerships, Open Source und Crowdsourcing. Und Sie müssen beides beherrschen. Das linke gibt Ihnen Erfolg auf der ersten Kurve und das rechte gibt Ihnen Erfolg auf der zweiten, auf der grünen Kurve. Ich möchte noch das ist mir noch wichtig, das zu teilen. Wie kann man sowas machen? Das ist ein Beispiel von Bosch, die sehr früh mit dem Prozess angefangen haben und sehr, meiner Meinung nach, sehr, sehr erfolgreich damit sind. In einer Business Unit, die ist 8 Milliarden groß und sie haben einen Corporate Accelerator aufgesetzt. Und zwar haben sie gesagt, wir machen eine Pitch-Night, wo jeder im Unternehmen pitchen kann, seine neue Geschäftsmodellidee, sei es ein Plattform, sei es irgendwas related oder auch unrelated zum Kernbusiness. Dann nehmen sich die Geschäftsführer einen Tag Zeit, zweimal im Jahr, hören sich die ganzen Pitches an und geben dann entsprechend Feedback. Und die in diesen Pitches gewinnen, die dürfen dann in die Internal Accelerator Phase. Also sie kriegen dann, hier unten sieht man dann, sie kriegen Strategie- und Geschäftsmodellentwicklung, sie kriegen Technologie-Know-how und so weiter. Und dann haben sie 4 bis 6 Wochen Zeit in dieser gelben Phase, an ihrer Idee und an ihrer digitalen Transformation zu arbeiten. Nach 6 Wochen gibt es dann einen Review-Prozess und da wird geschaut, okay, taugt es was, geht es in die richtige Richtung? Und wenn ja, dann geht es weiter, dann geht es in Internal Incubator und dann haben sie dann 4 bis 6 Monate Zeit, nochmal intensiver an dem Thema zu arbeiten, Prototypen zu entwickeln, zu testen im Markt, Feedback einzuholen. Und wenn es dann erfolgreich ist, dann geht es in eine Build a Standalone Company. Wenn es nicht sehr related ist zu der Organisation, dann wird es in eine eigene Company überführt. Wenn es sehr related ist, dann wird es integriert in das Existing Business. Und immer wieder gibt es natürlich auch die Möglichkeiten, dass die Sachen dann gestoppt werden. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht nur ganz viele Projekte anzettelt, sondern dass man Projekte auch wieder stoppt, wenn man sieht, die sind nicht erfolgreich. Und das aber auch nicht als Fehler darstellt, sondern als Erfolg, dass die Leute das probiert haben und dass es nicht
nicht was Schlechtes ist, wenn was nicht erfolgreich ist. So sieht es dann aus, diese Pitch Nights. Da kommen dann, dürfen sogar auch Externe mittlerweile mitmachen und die müssen dann ein Agreement unterschreiben, dass sie die Informationen nicht sharen, aber sie haben das auch geöffnet, wirklich, was für Bosch undenkbar war, Externe in den Innovationsprozess mit reinzubringen. Aber sie machen es und sie machen es sehr, sehr gut. So, jetzt muss ich schauen, dass ich fertig werde. Vielleicht noch ganz kurz zur Kultur, also fail early, fail cheap, arbeiten mit Prämissen, keine perfekten Businesspläne, pivoting ist eine Option, also man kann auch immer wieder ändern, wenn man sieht, es geht nicht in die richtige Richtung. Intelligente Fehler sind willkommen, da tun wir uns auch sehr, sehr schwer damit, weil wir wurden jahrelang darauf geprägt, keine Fehler zu machen. Jetzt darf man plötzlich Fehler machen, Fehler sind auch wichtig, aber das, all das prägt auch eine Kultur. Fuck-up-Night, was viele Organisationen machen, wenn was wirklich nicht erfolgreich ist, das dann auch feiern und loslassen und sagen, Mensch, wir haben es probiert, aber war halt nicht erfolgreich. Und dann müssen wir das, können wir das auch eingestehen und die Leute haben jetzt nicht einen Stempel auf dem Kopf, er hat es nicht geschafft, sondern er hat es ausprobiert, ist eigentlich unser Held und er wird gefeiert. Und attraktive neue Jobs für Teammitglieder. So, dann Leadership, ein ganz wichtiges Thema, da möchte ich jetzt nicht mehr durch die einzelnen Punkte durchgehen, das kann jeder nachlesen in Anbetracht der Zeit, dass wir auch noch Zeit für Fragen haben. Wichtig ist, dass man mein Geschäft führt, dass man andere führt mit High-Performing-Team, Leidenschaft, Vision und so weiter. Das, denke ich, haben Sie auch alle schon mal irgendwo gehört. Und auch aber sich selbst führen, Verantwortung übernehmen, Fehler eingestehen, Feedback geben und im Netzwerk arbeiten. Zusammenfassung, das sind die drei Elemente. Warum müssen wir handeln? Denken Sie, das ist mir das Wichtigste, diese beiden S-Kurven und dass digitale Transformation eben nicht heißt Digitalisierung von Prozessen, sondern Veränderung vom gesamten Geschäft. What to do? Denken Sie da an die Möglichkeit mit den Mustern, 90% ist Drehkombination und 55% Muster, um auf neue Geschäftsmodelle zu kommen. Und how to do it, wirklich an die weichen Faktoren und an die Digital Transformation Engine mit diesen 6 Punkten. Wenn Sie an die denken und wenn Sie auf die achten, dann können Sie die digitale Transformation meistern. Und Culture Eats Strategy, ganz, ganz wichtig, die Kultur im Griff zu haben und die Kultur aktiv auch zu beeinflussen. Und schließen möchte ich mit dem Bild, auch die Maus möchte das Käsestück und wenn man die richtigen Tools und das richtige Wissen hat, kann man das Thema angehen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen was beibringen oder was mitteilen in den letzten 30 Minuten und nicht alles, was gewagt wird, gelingt, aber alles, was gelingt, wurde einmal gewagt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg mit der digitalen Transformation und bei Fragen sonst jederzeit gerne melden. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Caroline. Ich beende kurz die Präsentation, dann sehen Sie uns wieder groß. So, es sind schon sehr viele Fragen eingegangen. Wenn Sie möchten und je nach der Art von Plattform, über die Sie sich einwählen, können Sie sogar die Fragen upvoten. Das heißt, dass dann wirklich die interessantesten zuerst gestellt werden. Also Sie können es mal ausprobieren. Ansonsten schaue ich hier im iPad nach. Es gab ein paar Fragen, Caroline, zu den 55 Modellen. Die bekommen Sie am Anschluss, oder? Ja, genau. Die gibt es einmal entweder professionell als Kartenset, kann man sie über Amazon kaufen, aber was genauso gut funktioniert, man schneidet sich die aus und ich würde im Nachgang ein PDF versenden, wo die ganzen 55 drauf sind und wo man sich dann das genauso gut im Workshop nutzen kann. Super. Genau. Wir waren gerade beim Thema Leadership. Wie überzeugt man das Top-Management von der roten Kurve auf die grüne Kurve zu wechseln oder zusätzlich darauf zu fokussieren? Ja, wenn's Top, ist natürlich schwierig, das Top-Management zu überzeugen, aber ich denke mal, also diese zwei Prinzipien irgendwie, killing the dragon or winning the princess. Dass man sagt, entweder du schaffst es, die Prinzessin zu gewinnen, weil wir werden dann groß, wir werden dann wichtig und wir haben die Schnittstelle zum Kunden und wir können unsere Industrie dominieren. Oder man versucht, was ein Stück weit besser funktioniert bei digitaler Transformation, killing the dragon, dass man eigentlich Awareness schafft, wie nah wir eigentlich dran sind, dass unsere Industrie auch disrupted wird. Und ich sehe es bei ganz, ganz vielen Industrien, also dass Apple ist jetzt mit iPay in die Finanzindustrie gegangen, Google geht mit selbstfahrenden Autos in die Autoindustrie rein und auch in Smart Homes und so weiter. Wenn man mit diesen großen Tech-Companies kommt und ein bisschen recherchiert, was die eigentlich machen und wo die schon überall drin sind, hat man diesen Tracking eigentlich relativ schnell. Und mit diesem Tracking dann zu sehen, die Gefahr ist da und wir müssen uns irgendwo schützen und anders aufstellen, dass wir die Gefahr auch in den Griff kriegen, dann denke ich, sollte man auch das Top-Management überzeugen können. Ja, jetzt gab es einige Fragen zu den vielen KMUs in der Schweiz. Sind jetzt vor allem Beispiele von großen Unternehmen. Wie geht man in der Schweiz um mit dem Thema The Winner Takes It All und wie kann man als KMU auch da agieren? Für mich genau gleich. Also auch hier, auch KMUs sind genauso betroffen.
von der digitalen Transformation. Und ich habe erst letzte Woche vom schönen Beispiel gehört, da ging es irgendwie auch um KMU und der es geschafft hat, in seiner Industrie eine Plattform zu entwickeln. Es ging irgendwo um Abfallbehälter dann irgendwo wieder einzusammeln, diese Recyclingbehälter. Und er hat es bisher immer die Behälter aufgestellt und wieder eingesammelt. Und jetzt habe ich gesagt, warum mache ich nicht die Plattform, sodass die Kunden eigentlich schauen können, wer bietet die günstigsten Service an, die günstigsten Behälter, und hat sich selbst als Plattform unter einem anderen Namen dann eigentlich in den Markt reingebracht und ist jetzt einmal Zulieferer für die Plattform und einmal Plattform-Owner. Und das war ein ganz, ganz kleiner Industrie, KMU-Betrieb. Aber er hat es jetzt geschafft, diese digitale Transformation eigentlich in der eigenen Industrie zu meistern. Und für mich ist es genauso relevant und genauso wichtig. Und genau die gleichen Prinzipien. Sehr gut. Noch eine Frage, die für die Schweiz sehr relevant ist. Could you give examples of digital transformation or business model innovation in the pharma industry? Ja, da hatte ich erst letzte Woche den Global Head of Investor Relations von Novartis da, mit dem ich noch lange gesprochen habe, und einen Partner von McKinsey, der auch in dem Thema drin ist. Und wir haben zu dritt gesprochen und auch da sind sehr, sehr große Gefahren da irgendwo. Also zum einen dieses ganze personalisierte Medikamente irgendwo, was birgt das für Möglichkeiten, wie kann man mehr solche Services anbieten, wie kann man vielleicht da auch im Rahmen von Plattformen verschiedene Lieferanten oder Medikamente zusammenbringen und so diese ganze, also da sehe ich vor allem die Gefahr, so durch diese Personalisierung, Daten, die man sehr stark nutzen kann, und auch da dann auch wieder die Gefahr von den Tech-Companies, weil sie einfach in Daten stärker sind, weil sie Daten nutzen können, weil sie Daten auswerten können und damit dann auch personalisierte Devices nutzen können, um zu sehen, wie reagiert der Patient auf die Medikamente und das dann gleich wieder zurückspielen können. Das sehe ich eher in die Richtung die Gefahr. Das Upvoting funktioniert. Es ist eine Verständnisfrage ganz oben. Was ist ein Moonshot für eine KPI? Aha, okay. Ein Moonshot, ein Mondschuss. Also, dass man eigentlich sagt, dass man groß denkt, dass man sagt, okay, wir versuchen möglichst weit zu kommen. Wir versuchen, das Unmögliche wahrzumachen. Wir versuchen, auf dem Mond zu landen, sozusagen. Und even if we don't manage to land on the moon, we land between the stars. Und das ist so ein bisschen die Denke. Auch wenn ich es nicht auf dem Mond schaffe, dann bin ich doch ganz weit weg und viel weiter, als ich es eigentlich mit meinen normalen Prozessen schaffen würde. Also radikale, disruptive Geschäftsmodellinnovation, die die Industrie komplett verändern. So, sind Lean-Startup-Methoden am besten geeignet, um digitale Geschäftsmodelltransformation zu bewirken, oder welche Methoden empfehlen Sie? Lean Startup geht auf jeden Fall auch in die Richtung und sollte auf jeden Fall genutzt werden. Das ist für mich eine von vielen. Für mich ist es eher so die Fähigkeit, verschiedene Methoden zu kennen und auch anwenden zu können. Und die Lean Startup Methode ist super und ist ein ganz wichtiger Teil. Also mit Prototyping, mit schnell austesten irgendwo, mit Feedback vom Markt einholen. Genau das ist die Denkweise, die wir auch bei digitaler Transformation brauchen und die wir auch in etablierten Unternehmen brauchen. Deswegen, je mehr von diesen Startup-Gedanken eigentlich auch in die etablierten Unternehmen reinkommen, umso besser. Also kurze Antwort, ja, es ist auf jeden Fall eine richtige und wichtige Methodik dafür. Sehr gut. Wieder ganz oben, warum ist der CDO, also Chief Digital Officer, bei der digitalen Transformation eher noch die Ausnahme als die Regel? Für mich, ich sehe das auch so ein bisschen ambivalent mit diesem CDO. Ich habe es erst in der Studie gelesen, dass 25% der Unternehmen haben einen CDO. Aber oft ist der CDO dann ja auch wieder so ein bisschen IT-related, der irgendwo die Prozesse digitalisiert. Und für mich ist eine digitale Transformation, es ist viel, viel wichtiger, dass es wirklich alle im Unternehmen verstehen. Und die Ideen können eben nicht nur vom CDO kommen. Und auch die Umsetzung kann nicht nur vom CDO kommen. Für mich muss es wirklich eine Transformation der ganzen Organisation sein. Vielleicht kann so ein CDO helfen, da irgendwo das in die richtige Richtung zu lenken. Aber meines Erachtens braucht es auch nicht einen CDO. Wenn ich einen CEO habe, der das kapiert und der das möchte, dann brauche ich auch keinen CDO. Dann schafft es die Organisation von selbst. Und ich denke, sie muss es auch von selbst schaffen, weil nur eine Person kann irgendwo auch nichts bewirken. Und das Spannende vielleicht noch zu ergänzen, ist ja dann auch wirklich die Kombination von neuen und vom alten Wissen, dass man das dann auch nutzt als bestehende Organisation. Und deswegen müssen auch die auf der roten Kurve und die auf der grünen Kurve zusammenarbeiten, um wirklich auch auf neue und radikale Ideen zu kommen und die dann auch umzusetzen. Ja, noch mehr Fragen zu den Kurven. Wenn die grüne zur roten Kurve wird, soll man seinen Führungsstil wieder ändern? Vielleicht auch kombiniert mit der anderen Frage. Wenn ich die Mitarbeiter für die rote Kurve habe, wie schaffe ich es, sie auch für die grüne Kurve zu behalten? Okay. Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Also vielleicht zur ersten Frage. Brauche ich dann wieder andere Führungsfähigkeiten? Mein Punkt ist, man braucht immer beide irgendwo. Ich brauche ja jetzt schon die auf der roten und die auf der grünen. Und wenn die grüne dann zur roten wird, dann brauche ich die auf der grünen sind, müssen dann anders geführt werden. Ja, in der Tat. Die müssen dann geführt werden
nach diesen Kriterien, die auf der linken Seite standen. Aber dann geht es ja wieder weiter, dann kommt wieder eine neue grüne Kurve, es entwickelt sich eigentlich immer weiter. Dann wird irgendwann das Geschäftsmodell auch zum Commodity und dann muss ich schon wieder eigentlich versuchen, auf eine grüne Kurve zu kommen. Deswegen ist immer wichtig, dass ich beide Fähigkeiten kontinuierlich behalte und damit auch meine Organisation führen kann. Und vielleicht zum zweiten Punkt, für mich, ich sehe es als Austausch auch zwischen den Kurven. Es gibt nicht dieses eine Lager, was immer auf der roten Kurve ist und das andere Lager, was immer auf der grünen Kurve ist. Man muss schaffen, dass die auch untereinander tauschen. Vielleicht sind manche auch gerade gut am Anfang, was zu entwickeln, auf eine Idee zu kommen, aber sind dann nicht gut im Scale-up und vielleicht helfen da dann wieder die von der roten Kurve, weil die das schon gelernt haben, Prozesse zu managen, auf Effektivität zu trimmen, auf Effizienz zu trimmen. Wir sehen es jetzt bei Tesla zum Beispiel, wie die Probleme haben in der Produktion irgendwo. Die wären vielleicht froh, wenn sie welche von der roten Kurve hätten, die ihnen helfen könnten, dann auch das Scale-up hinzukriegen. Von dem her ist es für mich wirklich dieser permanente Austausch und nicht die zwei Lager. Ist auch ganz schlimm, es darf nicht passieren, wenn der CEO dann sagt, okay, ihr seid meine guten, tollen, ihr seid auf der grünen Kurve und euch brauchen wir halt, dass ihr Geld verdient. Das ist, beide sind gleich wichtig und beide müssen auch zusammenarbeiten, beide müssen sich auch austauschen, nur dann funktioniert es. Und ja, nicht in zwei separat getrennten Kurven denken. Müsste man vielleicht in der Grafik noch optimieren. Nochmal zu Funktionen in den Unternehmen. Welche Rolle spielt in der digitalen Transformation das HR? Hast du da Einsichten zu? Oh, ganz wichtig, ganz, ganz wichtige Rolle. Und das ist ein schöner Punkt, dass der aufkommt. Weil ich finde so ein bisschen, ich sage es mal ein bisschen frech, HR, denkt man immer so, naja, das sind so ein bisschen, und das habe ich vom HR-Professor, deswegen kommt es nicht von mir, das sind so die verstaubten grauen Mäuse irgendwo, die halt so ein bisschen ihre Lohnbuchhaltung machen, die Einstellungsgespräche machen. Und genau das darf HR nicht mehr sein in der digitalen Transformation. HR darf nicht mehr die verstaubten grauen Mäuse sein, sondern sie müssen verstehen, dass sie das eigentlich managen mit ganz, ganz stark. Sie müssen verstehen, welche Mitarbeiter müssen sie an Bord holen. Wie schaffen sie den Transfer der Mitarbeiter von der roten zur grünen Kurve? Wie kann man neue Möglichkeiten innerhalb der Organisation schaffen? Wie kann man flexible Arbeitsverträge schaffen, wenn die dann in ihren Startups auch länger arbeiten, wenn die auch mit externen Partnern zusammenarbeiten wollen und so weiter. HR hat eine ganz, ganz zentrale Rolle und ich hoffe, die HRler, die hier sind, die verstehen das und schaffen das auch in der Organisation, aus dieser klassischen HR-Rolle rauszukommen in eine ganz wichtige strategische Funktion in der Organisation, um die digitale Transformation zu meistern. Ja, hier mittendrin noch eine interessante Frage. Wenn die digitale Transformation nicht gelingt, was ja wohl bei 84% passiert, wer trägt die Verantwortung? Die Verantwortung trägt der CEO letzten Endes und dann ist es aber auch wichtig, dass es eben kein Scheitern ist und deswegen es ist für mich nicht ein einmaliger Versuch und deswegen ist es vielleicht ein bisschen misleading mit diesen 84%. Für mich ist es ein Prozess, der anfängt und der immer wieder weitergeht und dann muss der CEO oder der Projektleiter oder der Business Unit Leiter auch hinstehen und sagen, okay, hat es nicht funktioniert, aber wir versuchen es jetzt einfach nochmal auf eine andere Art und Weise. Das geht nicht von heute auf morgen, das ist auch da ein langer Prozess, den muss man starten. Den muss man anfangen und dann muss man Feedbacks einholen, sehr, sehr schnell ganz nah am Markt agieren. Und dann höre ich, okay, wenn es nicht erfolgreich ist, dann stoppe ich das eben. Ich denke eher so in kleinen Speedboats, nenne ich die immer, kleine Initiativen, die ich starte. Und wenn die dann nicht erfolgreich sind, dann hole ich sie eben wieder zurück und sage, okay, dann gehe ich auf ein nächstes Projekt. Und durch dieses Ausprobieren und nah am Kunden sein, verstehe ich dann auch, was funktioniert, was läuft und kann dann immer stärker in diese digitale Transformation gehen. Und Verantwortung müssen wir alle nehmen. Es war auf diesem letzten Chart drauf, nehme Verantwortung für dein Verhalten und eben eigentlich nicht nur der CEO, sondern auch der Business Unit Leiter und jeder Einzelne im Unternehmen soll dann dafür gerade stehen, aber es ist ja eben nichts Schlimmes, sondern er soll ja eigentlich der Held sein, dass er es versucht hat. Und dann kann er sagen, die Erfahrung teilen mit den anderen und in die nächste Initiative gehen. So, wir nähern uns dem Ende. Vielleicht zwei Fragen noch. Welche Schweizer Firmen machen deines Erachtens einen guten Job im Sinne der digitalen Transformation? Bühler ist für mich ganz, ganz vorne dabei. Das ist, ich weiß nicht, ob jeder kennt, Technologiekonzern hier in Uzwil. Mit denen arbeite ich sehr eng zusammen. Die sind sehr, sehr weit vorne mit der digitalen Transformation. Ich bin nicht in allen so ganz tief drin. Swisscom macht mir einen sehr guten Eindruck, was ich immer zurückgespielt bekomme. Von SBB sehe ich, dass viel läuft und viele, viele KMUs auch, die ich jetzt alle nicht so nicht einzeln beim Namen nennen möchte, um nicht andere zu benachteiligen. Aber da kenne ich sehr, sehr viele gute Beispiele, die wirklich aktiv dabei sind und die an dem Thema schaffen und auch verstanden haben, dass es eben nicht nur um Prozesse zu digitalisieren geht, sondern um Geschäftsmodelle geht. Also ich denke, die Schweiz ist auf einem guten Weg. Schweiz ist Innovationsführer nach wie vor im Global Innovation Index. Und deswegen sollten wir auch stolz darauf sein und diese Fähigkeit auch nutzen, um jetzt diese Fähigkeiten in die digitale Transformation einzubringen.
So, die letzte Frage ist tatsächlich die oberste, gerade eine Werbungsfrage. Okay. Gibt es von der HSG eine Weiterbildung in diesem Bereich? Ich war schon am IMD, aber diesen Vortrag fand ich besser. Oh, vielen Dank. musst du vielleicht auch mir helfen, antworten irgendwo? Es gibt an verschiedenen Instituten, gibt es kleinere Sachen in die Richtung, aber ich denke, wir können das mal nochmal nachschauen und dann nochmal eine Antwort rausschicken. Genau, sicher. Es gibt hier und da was, aber noch nicht so konsolidiert ist. Aber das ist eigentlich ein rechtes Querschnittsthema, was eigentlich in all unseren Weiterbildungen eine große Rolle spielt. Aber ich würde gerne da was aufbauen und was starten in die Richtung. Das ist eine gute Idee, ich komme gerne nochmal drauf zurück. Genau, und eine organisatorische Frage noch. Die Folien erhalten die Teilnehmer, die später? War ein bisschen abhängig vom Referenten, deswegen haben wir da keinen. Ich gehe nochmal durch, vielleicht nicht alle, ich nehme ein, zwei raus, aber sonst im Großen und Ganzen kann ich sie zur Verfügung stellen. Also kommt im Follow-up-Mail mit der Aufnahme und den Business Models. Genau, den PDF mit den Business Models-Karten stelle ich auch zur Verfügung. Und sonst jederzeit gerne anrufen oder e-mailen. Ich freue mich um jedes Feedback und auch Follow-up-Gespräche jederzeit. Super, also wir konnten jetzt nicht alle Fragen, es waren sehr, sehr viele, beantworten. Wir werden uns sie aber gerne nochmal anschauen, wo wir da noch vielleicht was nachliefern können. Ja, ich freue mich wirklich über Ihr großes Interesse. Das nächste Webinar, es war auch noch eine Frage, ob es weitere gibt. Das nächste findet am 25. September schon statt zum Thema Leading in Uncertainty. Und Sie werden natürlich auch die Einladung wieder erhalten. Dir, Caroline, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine Mühe. Und ich würde mich freuen, Sie in diesem Rahmen wieder zu begrüßen. Dankeschön.